In diesem kleinen Video aus der Kategorie Wie mache ich etwas oder auf Neudeutsch How to sehen wir uns die Rücknahme von Artikeln aufgrund von Lieferscheinen zum Beispiel an. Dazu müssen wir jetzt erstmal einen Lieferschein generieren. Ich gehe jetzt hier in unsere Kasse und mache hier einfach mal unsere Hose und unseren heutigen Artikel. Nehme ich jetzt mal hier rein, um einen Lieferschein natürlich anzulegen. Brauche ich einen Kunden und ich sage nun bezahlen. In der Kasse kann ich Lieferschein auswählen. Fertig, übernehmen und ausdrucken. So, und jetzt haben wir innerhalb von Sekunden einen Lieferschein gemacht. Cool, ne? Das gleiche können Sie im Übrigen unter Rechnung und Lieferscheine, unter Rechnungsmodul machen. So, hier wählen Sie Ihren Artikel aus, dass ich sage, okay, diese Schraube und zum Beispiel unseren Musterartikel. Da wähle ich auch wieder einen Kunden aus. Sag ausgewählten Kunden übernehmen und sag hier Lieferschein, weiter und fertig. Jetzt kommt die Frage, oder jetzt kann es vorkommen, dass ein Kunde aufgrund eines Lieferscheins, also Ware, die er mitgenommen hat, etwas wieder zurückbringt. Wenn der Lieferschein noch nicht abgerechnet ist, ist das kein Problem. Sie können über Rechnungen, also über das Rechnungsmodul, können Sie hineingehen und können nun auf den Button mit dem Ordner klicken und können sagen Lieferschein laden. Hier können Sie den dementsprechenden Lieferschein laden, der durch die Nummer vorne hier gekennzeichnet ist, durch die Lieferscheinnummer. Ich sage jetzt mal den Lieferschein 2. Hier sage ich bearbeiten und laden. Ich will diesen Lieferschein wirklich laden, ja. So, und nun könnten Sie hergehen und könnten sagen, dieser Lieferschein, da hat der Kunde jetzt nicht einen mitgenommen, sondern zum Beispiel Stückzahl 3 habe ich ihn jetzt hier mitgegeben. Und von diesen, den hat er wieder zurückgebracht, also den hat er gar nicht gebraucht. In dem Fall war es jetzt einer, dann sage ich hier einfach Storno. Nun kann ich sagen, Änderungen übernehmen. So, unser neuer Lieferschein wird gedruckt und das können wir uns jetzt auch ansehen. Hier unter Rechnungen, Lieferscheine, Angebote. Hier gehen wir auf Lieferscheine und hier sehen wir, dass wir für unseren Lieferschein 2 nun nicht mehr zwei Artikel drin haben, also das heißt wie unsere pinkfarbenen Schrauben gerade, sondern die pinkfarbenen Schrauben sind weg. Jedoch sind jetzt von unserem Musterartikel 2 drei Stück drin, weil wir ja gesagt haben, bei der Lieferscheinänderung, ja, dass hier nicht einer, sondern drei mitgenommen wurden. Des Weiteren eine Möglichkeit, oder andersrum, wenn Sie einen Lieferschein bereits in eine Rechnung umgewandelt haben, indem Sie hier bei Rechnungen Lieferscheine Angebote gesagt haben, dass Sie den Lieferschein angeklickt haben, hier Lieferschein in Rechnung, oder natürlich bei den Lieferscheinabrechnungen, wo haben wir es? Direkt hier runter. Wenn Sie natürlich gesagt haben, pass mal auf, ich mache jetzt aufgrund von Lieferscheinen eine Rechnung, dann ist es vorbei. An dieser Stelle, vielleicht haben Sie das Beispiel schon mal gehört, vergleiche ich immer mit einer Autobahnauffahrt. Wenn Sie in Blinker setzen und Sie wissen, in 100 Meter kommt die Autobahnauffahrt, haben Sie noch die Möglichkeit, ja, einfach kerzengerad weiterzufahren. Bei einer Abrechnung, das heißt, haben Sie mal einen Lieferschein in eine Rechnung umgewandelt oder die Lieferscheinabrechnung genutzt, um mehrere Lieferscheine zusammenfassen, wie auch immer, haben Sie hier keine Möglichkeit mehr, die erstellte Rechnung rückgängig zu machen. So, das heißt, Sie sind auf der Autobahn drauf. Sie können zwar die Rechnung stornieren, aber das sind natürlich die Lieferscheine dann auch weg. Dann müssen Sie tatsächlich hergehen und gehen erneut auf Rechnungsmodul. Und im Rechnungsmodul können Sie einen Artikel einbuchen, zum Beispiel unseren Musterartikel 3. Können dort eine Rücknahme machen, dass Sie sagen, ich nehme den Artikel zurück, wählen den Kunden aus und sagen, Rechnung und Lieferschein Angebot erstellen. Nun können Sie eine Negativrechnung erstellen, die Sie dann mit einer bereits erstellten Rechnung verrechnen können. An dieser Stelle können Sie natürlich auch hier für die Rücknahme eines Artikels Zusatzinformationen hinzufügen. Dann sage ich zu Lieferschein, als Beispiel, ne? Zu Lieferschein Nummer 2. So, und dann wissen Sie, dass dieser Artikel rückgenommen wurde aufgrund eines Lieferscheins, den Sie erstellt hatten. Und dann können Sie sagen, Rechnung erstellen, zack, weiter. Und wir machen das einfach mal, damit Sie das auch sehen. Rechnung, Lieferschein, Angebote. Ich gehe jetzt hier auf unseren Lieferschein und sage hier, diesen Lieferschein will ich jetzt in die Rechnung haben. Okay. Und jetzt haben wir zwei Rechnungen und die können wir jetzt miteinander bezahlen. Und zwar, da haben wir wieder verschiedene Möglichkeiten. Wir können in die Kasse hineingehen, wir können auf Bezahlen gehen und können dann dementsprechend die Susi Hube anwählen. Und wir haben hier jetzt beide Rechnungen, einmal die Negativrechnung und einmal die Original, also
die gerade erstellte Rechnung und die können wir dann beide miteinander in Abzug bringen, das heißt miteinander verrechnen. Und Sie sehen, wenn ich diese Positionen anklicke, habe ich dementsprechend einen Zahlbetrag hier von 47,97 und wenn ich das noch anklicke, werden die 15,99 abgezogen. Genauso verhält es sich natürlich, wenn Sie Kontozahlungen vornehmen, dass Sie sagen, ich will jetzt das bezahlen. Und so weiß Wabi Profi, ah ja, von der Susi Huber gibt es zwei, nämlich beide. Nun könnten Sie sagen, übernehmen. Wir haben nun beide Rechnungen herin, die Sie dann dementsprechend auf ein Konto buchen könnten.